Hallo bei meiner kleinen Screencast-Reihe zum Thema Mein Weg zu Arch Linux. Ich hatte im Blog angekündigt, dass ich auch ein paar Screencasts machen werde. Und das will ich auch auf jeden Fall tun. Einen habe ich schon mal vorbereitet. Hier jetzt mal vielleicht eine kleine Einleitung zu dem Thema. Generell Arch Linux, warum? Wenn man aktuelle Software haben will, vor allen Dingen wenn man die GNOME Shell haben will, kann man Ubuntu eigentlich gerade mal ein bisschen wegtreten. Also der Punkt aktuelle Software ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Thema, da ist Ubuntu aufgrund der PPAs recht gut aufgestellt. Allerdings die GNOME Shell ist einfach unter Ubuntu aktuell Mist. Wenn man das laufen lässt, also ich habe persönlich permanent Abstürze, ich habe Fehlermeldungen, Bug-Reports sollen abgeschickt werden. Wenn man versucht, Messaging-Sachen mit Empathy und so weiter einzurichten, dann klappt das nicht so richtig. Auch wenn man das GNOME 3 PPA und so weiter aktiviert. Also ich bin nicht auf einen grünen Zweig gekommen, habe auch deswegen dort darüber relativ wenig geschrieben. Unter Arch kein Problem. Man installiert das Ding und die GNOME Shell läuft solide. Warum GNOME Shell? Für mich persönlich, ich mag eigentlich dieses Hin und Her switchen mit den Arbeitsflächen. Also das ist mein persönlicher Punkt. Ich mag es, dass ich mir die relativ schnell mit den Programmen bestücken kann, die ich halt so haben will. Wenn ich halt jetzt hier gerade zwei offen habe, klar, das ist jetzt hier nichts Besonderes, dass ich das hier aneinander ausrichten kann. Ich meine, das kann jede ordentliche Desktop-Umgebung. Wenn man das auch mit Key-Kommandos belegt oder sowas, dann geht das natürlich nochmal ein bisschen besser. Aber was mir mein persönlicher Punkt ist, wenn ich halt jetzt mal eine Anwendung eben auf einen neuen Desktop haben will, dann schiebe ich sie einfach hin. Das bietet mir ansonsten eigentlich kein anderes Programm. Ja, oder auch wenn ich jetzt mal alle auf 1 reduziere. Ja, das ist einfach das, die Art und Weise, dass sich das dynamisch ändern lässt. Ja, und ich will das halt hier einfügen. Ja, oder ich will das da auf den dazwischen haben. Kann man halt einfach schnell einrichten. Das ist intuitiv. Und ich finde, also in der Arbeit wechsle ich dann einfach halt dann mit Ctrl-Alt, Pfeil hoch, Pfeil runter zwischen den einzelnen Desktops hin und her. Ich muss mir nicht merken, dass das Desktop 1, 2, 3 ist oder was auch immer. Von daher, GNOME Shell mag ich. Ich weiß, viele mögen es nicht, aber dem soll auch so sein. Nun gut, Arch Linux. Die Installation muss man nicht unbedingt einen Einsteiger empfehlen. Es funktioniert übers Terminal. Zumindest das Basis Arch Linux hat keine grafischen Installationsroutine. Man muss das Ganze also mit Befehle machen. Man muss mit Befehlen partitionieren, mit Befehlen formatieren, das Grundsystem rüberspielen und so weiter. Das ist alles aber auch nicht so kompliziert, denn im Wiki von Arch Linux ist das alles sehr gut beschrieben. Man muss wirklich nur das ganze Liste einfach abarbeiten. Ja, man muss halt das ISO-Image ziehen, das Ganze auf CD brennen oder auf USB-Sticks schreiben. Dann geht es weiter. Installation bootet man von dem ganzen Ding. Installation des Grundsystems und so weiter. Einfach eine nach dem anderen. Es ist immer ziemlich viel Text drin, aber meistens braucht man es nicht. Wenn halt das System halbwegs da ist, dann halt die Tastaturbelegung ändern, Dateisystem partitionieren, Swap anlegen. Netzwerkverbindung kann vielleicht ein bisschen tricky sein, vor allen Dingen, wenn es ums WLAN geht. Ich habe jetzt hier einen Desktop-Rechner verwendet, da war das kein Problem, da lief das Netzwerk von Haus aus. Ein bisschen verwirrend ist, hier gibt es keine ETH0s, keine ETH1, sondern ENP0S3 in diesem Fall. Ich weiß gar nicht, für was das steht, ehrlich gesagt. Muss ich mich noch informieren. Auf jeden Fall heißen die Netzwerkschnittstellen halt ein bisschen anders. Ich würde halt auf jeden Fall auf einem Rechner installieren, wo ich Kabelnetzwerk habe. Die meisten Notebooks dürften das ja noch kein Problem sein. Dann erspart man sich am Anfang ein bisschen Problem. Später dann kann man natürlich dann auch den Netzwerkmanager installieren und dann hat man auch ganz normal die grafische Umgebung, um sein Netzwerk einzurichten. Ja, wenn das erledigt ist, muss man seine FS-Tab selber einrichten und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen Text und es ist auch ein bisschen Getippe, weil man in der Tat auch mal was abtippen muss. Aber das erledigt sich. Und sobald dann halt die Desktop-Umgebung drauf ist, dazu guckt man halt einfach mal kurz hier nach GNOME.
man sieht, was man machen muss, um GNOME zu installieren. Und 5 Minuten später hat man seinen GNOME-Desktop und der läuft. Wenn GNOME nicht will, wahrscheinlich einfach mal nach XFCE suchen und man sieht, was man hier mit XFCE machen soll. Also es ist kein Problem, hier eine grafische Desktop-Umgebung zu haben. Gekostet hat mich die Installation vielleicht gerade mal 2 Stunden, inklusive Lesen. Also wer weiß, was man will oder wer weiß, was man macht, dann geht es deutlich schneller. Der Haken halt, warum man es jetzt eigentlich sagen soll, bitte kein Einsteiger, ist halt das Thema, wenn man sich mal ein bisschen zurechtfinden muss. Klassisches Beispiel war jetzt bei mir, nach der Installation des Systems hat Audio und so weiter alles funktioniert, allerdings Audioausgabe hat ein Problem gehabt. Nach jeder Anwendung, die irgendwas ausgespielt hat oder neuen Anwendung, die irgendwelche Klänge von sich gegeben hat, war wieder die Lautstärke auf 100%. Das heißt, wenn man, weiß ich nicht, erstmal leise Musik gehört hat und dann irgendwie kam Ping aus dem Terminal, dann fiel man aus allen Wolken, weil halt die Lautstärke wieder auf 100% war. Als Ubuntu-User weiß man irgendwie, dass halt Pulse Audio dafür zuständig ist. Und dann guckt man mal rein ins Wiki. Und wenn man da in der Tat mal das Ganze ein bisschen anliest oder vielleicht auch mal sich da durchstöbert, findet man dann die entsprechende Hilfe. Wo war denn das Ding? Also irgendwo war hier, ach nee, das war im Englischen, glaube ich. Also das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Das Wiki ist hier mehrsprachig und das Englische ist zum Teil, wie man hier sieht, deutlich ausführlicher. Auf jeden Fall immer beide Sprachen durchgehen. Also das heißt, für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Englisch spricht, der hat halt ein Problem. Generell hier Lösung zum Problem, eine Konfigurationsdatei ändern. Flat Volumes gleich 0, Pulse Audio neu starten und die Sache hat sich gegessen gehabt. Hat mich eigentlich selber nur 5 Minuten gekostet. Einmal schnell im englischen Wiki vorbeigucken und ich hatte die Lösung. Die nächsten Tage werde ich noch 1-2 Videos veröffentlichen. Ansonsten denke ich mal, ich erstelle die einfach mal so quick and dirty. Einfach welche Probleme man vielleicht sieht, welche Ideen man machen kann. Schwierig ist die ganze Geschichte nicht. Hier wollte ich ja mal ein paar die Anregungen durchgehen, die hier so eingetrudelt sind. Luca schreibt hier über das Einrichten von WLAN. Ja, wie gesagt, also ich hatte auch keine Lust, das Ganze in der Terminal zu machen. Bei der Installation Kabelnetzwerk rein und gut ist, wäre meine Idee in Anführungszeichen. Gehen wir mal noch durch. GNOME Fallback Modus. Ich mag die GNOME Shell. Kann das nicht daran ändern. Ich würde nicht mehr im Fallback Modus arbeiten. Ist zwar ganz schön, wenn man halt das alte GNOME Layout mochte. Ich persönlich mag die neue Desktop-Umgebung. Ganz einfach. Schneller Akkuverbrauch. Ja klar, Arch kann jetzt auch nicht unbedingt zaubern und auf einmal 2 Stunden mehr Akkulaufzeit rausholen. Schneller finde ich eigentlich auch. Also wenn die GNOME Shell zum Beispiel startet, wenn man das System startet, ich habe es nicht gemessen, aber ich würde sagen 10-15 Sekunden inklusive Einloggen da und auch die Übergänge in der GNOME Shell, wenn man sich nach dem Einloggen, sind deutlich flüssiger. Also von daher finde ich schon die Performance einen Tick besser. Okay. Distro Updates. Ja, hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert. Bei Ubuntu, ich habe Systeme über Jahre hinweg von einer Ubuntu-Version zur nächsten gezogen. Kommt halt immer darauf an, was man damit macht. Wenn man natürlich sehr viele PPAs einbindet, sehr viel bastelt, dann schlägt das irgendwann mal zu und es funktioniert nichts mehr. Darf man sich dann eigentlich nicht selber beschweren. Guter Hinweis zu Mancaro. Ich glaube, es ist Spanisch. Hat auch irgendein anderer Blogger oder Videoblogger mal so ausgesprochen. Arch Linux mit grafischem Installer und fertig eingerichteter aktuellen GNOME Desktop Umgebung. Sau interessant, wie man hier sieht, wenn man da einmal zurückgeht.
hier ganz normal den Partitionierer, sodass man das halt alles so anlegen kann, wie man will. Auf jeden Fall eine Idee wert für alle Leute, die jetzt nicht unbedingt gleich mit dem Terminal loslegen wollen, die halt Arch haben wollen, aber dass die Lernkurve am Anfang ein bisschen niedriger wird. Sören schreibt, Rolling Release immer wieder bei Arch gelandet. Also eigentlich ist mir persönlich das Rolling Release für das Grundsystem, für den Core eigentlich gar nicht so wichtig. Ehrlich gesagt, ich brauche nicht den aktuellen Linux-Kernel. Ich brauche theoretisch auch gar nicht die aktuelle GNOME Shell. Was ich halt aktuell brauche, sind halt immer wieder Software, neue Entwicklungen und so weiter. Das, was es halt bei Ubuntu in PPAs gibt, das möchte ich halt auch bei anderen Distributionen haben. Und man sieht später mal, ich habe ein Video schon vorbereitet, es gibt haufenweise Software in dem Community Repository von Arch und es geht alles super einfach. Ja, die Lernkurve ist steil, also für Leute, die halt, wie gesagt, einsteigen wollen, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Mancaro, Arch Linux ohne Bauchschmerzen. Yep, wird auch noch probiert. Und der nächste, der das bewirbt, also auf jeden Fall ein Versuch wert. Ja, gut, also ich gehe jetzt da nicht auf jeden Beitrag ein, es wird vielleicht auch für euch zu langweilig, ich versuche die zu beantworten. Nichtsdestotrotz, Arch Linux ausprobieren, vielleicht in Form von Mancaro. Und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall für jeden, der schon mal ein, zwei Jahre lang mit einem Ubuntu gearbeitet hat. Auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein Punkt, man braucht eine ordentliche Internetanbindung. Da permanent Aktualisierungen anstehen, die auch installiert werden müssen, weil wenn man sie vielleicht sagen wir, ein, zwei, drei Monate nicht installiert, dann fehlen Abhängigkeiten, die es halt nicht mehr aufzulösen gibt. Deswegen also regelmäßig aktualisieren, wer das nicht kann, der ist auch mit Arch falsch aufgestellt. Ja, also freut euch noch auf ein paar weitere Beiträge in Zukunft und dann sind die auch ein bisschen mehr fundierter. Tschüss!